Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Planet Zoo. Keinen erreichbaren Mitarbeiterplatz mit genug Raum gefunden. Müssen wir hier tatsächlich unsere Mitarbeiterplätze leicht erhöhen? Es sieht fast so aus. Wir müssen sowieso hier noch ein bisschen was machen. Wir haben unser Geldproblem tatsächlich in den Griff bekommen, einigermaßen. Mit einem Darlehen haben wir so viel verdient, dass wir da ganz gut wieder rauskamen, muss man sagen. Einrichtungen, Mitarbeiter. Mitarbeiterraum. Gibt es halt hier noch einen Mitarbeiterraum. Könnt ihr euch erlauben. Es ist okay. Wir haben hier hinten ja sogar noch einen Mitarbeiterraum. Der hat allerdings keinen Strom. Ich gebe zu, dass das nicht das Optimalste ist. Deshalb würde ich diesen Versorgungsraum hier gerne einmal... Oh, deshalb gibt es keinen Strom. Trotzdem würde ich diesen gerne einmal kopieren. Nee, das ganze Ding bitte. Enden. Darf ich gar nicht. Kopieren. Nee. Warum ist hier immer noch Alarm? Ist ja schon wieder entkommen. Wie können die denn hier entkommen? Ist die Barriere zu niedrig? Oh! Notfall einfangen. Bevor der hier unsere Leute anfällt. Sehr merkwürdig. Vor allen Dingen sind die am Anfang, also am Anfang gab es überhaupt keine Probleme mit denen. Naja, so, ich würde gerne hier jetzt Affen bauen. Aber dazu wollte ich jetzt zum 80. Mal schon diese Barriere bearbeiten. Die muss nämlich definitiv höher sein plus klettersicher. Warum darf das nicht höher? Hallo? Hä? Warum dürfen die nicht höher als 2 Meter sein? Hä? Ah. Ja, 4 Meter wieder wohl reichen. Und einmal bitte von beiden Seiten Kletterschutz. Wir machen einmal von beiden Seiten, dann sind wir auf der sicheren Seite eigentlich. So. Und dann wollte ich hier noch einmal Einrichtungen, Infotafeln, weil da beschweren die sich ja auch ständig, dass wir zu wenig Informationen hier verbreiten. Alter, ist das finster hier. So, und dann würde ich nämlich sagen, Tierhandel. Kaufen wir uns doch mal ein paar Japan-Makaks. Nee, die sehen jetzt... Ich wollte eigentlich... Also Äffchen sind schon richtig, aber... Kann ich andere Äffchen haben. Schimpansen sind natürlich auch geil. Beziehungsweise, was sind das überhaupt? Jaju. Aber ich wollte eigentlich so putzige Affen haben. Die sind aber offensichtlich gerade nicht auf dem Markt. Finde ich ein bisschen schade. Keinerlei putzige Affen. Nee, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also Menschenaffen finde ich jetzt ein bisschen zu extrem schon für unseren Park. Wir nehmen einfach mal dann Japan-Max. Aber ich würde mir gerne die einmal in Zoopedia angucken. Die sind nicht gefährdet, ist aber auch ziemlich egal. Kommen aus Japan, wer hätte es gedacht. 8 bis 50? Jo, extrem soziale Tiere.
Bis zu 17 Männchen und 33 Weibchen, das können wir nicht leisten. Also weder geldtechnisch noch haben wir genug, die aktuell auf dem Markt sind. Die sind dann ja voll unglücklich. Das können wir nicht machen. Könnten Kamaria machen? Ein Männchen, vier Weibchen. Ja, machen wir das mal. Das ist okay, da gab es genug von. Schade, ich hätte eigentlich wirklich gerne Affen gehabt, aber vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwann dann mal hin. Also ein Männchen bis zu vier Weibchen. Vier Weibchen haben wir schon mal und du bist aber kein... Ach, das ist auch noch ein anderes Tier. Was ist denn dann ein Tamivene? Nee, das ist auch ein Niala. Heißen die anders, wenn die männlich oder weiblich sind? Niala? Nika, Niala? Ah, das sind irgendwie... Ach, das sind die Namen. Das ist andersrum ist. Ja, okay. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Was war das? Ein Männchen, vier Weibchen. Brauchen wir gar nicht so viele, ne? Dann kriegen ja gar keinen Nachwuchs bei uns. Gruppengröße. Partnerlose Männchen 1, partnerlose Weibchen 1 bis 5. Naja. Vielleicht werden wir das dann irgendwie so machen, dass wir dann ein paar verkaufen. Ich muss mich mal gerade ein bisschen anders hinsetzen. Entschuldige mich dafür, aber das geht gerade nicht mehr anders. So. Und dann haben wir unseren Zoo mit unseren Tieren, die aktuell noch nicht da sind. Die sollen ins Quarantäne-Dings. Warte mal, wie ging das denn nochmal? So. Alle verschieben. In Quarantäne, bitte. So. Go, go. Wir haben neuen Nachwuchs bald. Bei den Bisons. Wenig Geld. Ja, komm. Hier wird noch gescannt. Über Quarantäne überstanden. Alle vier. Okay. Können alle in diesem Bereich bewegt werden. Ganz schön viele Leute, die sich meinen Park besuchen. Halt ein Zoo mindestens 7 Tierarten gehegen. Wir haben aktuell 3. Gleich 4. So, erste Tiere sind da. Was braucht ihr hier bei Gelände? Viel zu wenig Gras kurz, viel zu wenig Erde. Gras kurz. Erde. So. Sehr gut. Dann braucht ihr auf jeden Fall einen stabilen Rückzugsort. Das Gehege ist definitiv groß genug. Viel zu groß, um genau zu sein. Ja, und dann natürlich das. Aber das ist in Ordnung. Okay. Qualität, Wohlbefinden. So, was seid ihr nochmal? Nyalas. Also Einrichtungen, Filter... Eigenschaft, nee. Art brauchen wir. Achso, wir sind beim falschen Gehege. Art. Nyala. Und da müssen wir auch gleich auf jeden Fall noch was erforschen.
Aber wir holen uns erstmal einen mittleren Futtertrog. Eine Reibesäule. Einen Futterballspender. Eine Wasserleitung, wobei ich fürchte, dass wir hier noch Wasser brauchen. Ein Greifball. Und ein Holzrückzugsort. Ja, dann nehmen wir lieber einen Wassertrog, um ehrlich zu sein. So. Und hier können wir auch ein bisschen was setzen von diesen Dingern. So, hier haben wir ja quasi unglaublich viel. Schon, weil die sehr ähnliche Bedürfnisse offensichtlich haben. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Das hört man doch gerne. Hier muss übrigens dringend mal jemand noch mehr aufräumen. 10 Euro. Die sagen immer noch, die Tickets sind ja billig. Ja, der Preis ist einfach klasse. Okay. Also angemessen, würde ich behaupten. Wir brauchen dringend, dringend mehr Mitarbeiter, die hier den Zoo pflegen. Ich würde fast sagen, wir müssten hier bald mal unseren ersten Nachwuchs so ein bisschen verkaufen. Weil in diesem Ding ist schon sehr viel los, muss man sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen. Ich glaube, wir dürfen gar keinen Nachwuchs haben. Oh! 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 Diesem Tier ist es zu kalt. Heizung! Ja, 30 Grad ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube auf 15 brauchen wir schon, ne? Stabile Rückzugsort. Es sind halt, glaube ich, fast ein bisschen viele Tiere hier drin. Und es ist ein bisschen viel Schnee da. Ja, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen, auch wenn die alle nur hier vorne rumsitzen, ziehen diese Sachen halt schon irgendwie mit rein, ne? Deshalb bauen wir die hier mal auch mit hin. Dann heben wir das mal auf 10 Grad. Das wird ja auch viel Strom kosten, vermute ich mal. Umgebung, Pflanzung. Ich wollte eigentlich wissen. Futterbeschäftigung, Sprinkler. Hatte Nachwuchs. Sozialverhalten, Erwachsenenpopularität 4. Ja gut, das werden halt, die sind halt alle noch Jungtiere, ne? Wie geht's euch? Euch geht's doch dufte, ne? Ja, den macht die Kälte überhaupt nichts aus. Oh, der schwimmt sogar. Schön. So, wie sieht das hier aus? Hier dürfen wir noch ein paar Jungtiere inzwischen haben, oder? Oh, hier ist auch nicht kalt, oder? Nee, das sind Bisons. Das ist noch Jormund. Der ist inzwischen 4 Jahre alt fast. Jetzt 4. Sauberkeit des Geheges stellt ein Krankheitsrisiko dar. Ja, dann kommt da doch mal ein Tierpfleger hin. Warum ist diese Sauberkeit hier so schlecht? Ist ja nicht schon jemand hier oben mal angekommen? Naja, naja. Kommt jetzt so langsam erst, ne? Wie sieht das denn bei euch eigentlich aus? Sind hier alle drinnen versteckt?
Gehege, Gelände, ja, stabiler Rückzugsort. Das Problem ist, dass das halt jetzt auch hier Schnee liegt, ne? Wir könnten hier auch mal so ein Ding bauen. Kein Strom. Ja, werde ich gleich ändern. Aber es taut ja eh gerade. Trotzdem Einrichtungen, Mitarbeitereinrichtungen, nee, Versorgung, Transformator. So, jetzt könnten die theoretisch auch da hochgehen. Aber ist, glaube ich, gar nicht mehr nötig. Jetzt kriegen wir Geld. Wir kriegen unglaublich viel Geld. Warum ist hier immer noch ein Krankheitsrisiko? Mach doch mal sauber hier. Der füttert jetzt erstmal. Gibt so viel zu tun. Ja, komm. Ist gut. Ich habe ja verstanden. Tierpfleger. Noch einer mehr hier. Noch einer mehr hier. Und dann dürften wir einen nochmal... Eingang, nochmal ein Mitte. Und dann sollte das ja hoffentlich jetzt hier weitergehen. Apropos, wir sollten mal speichern. Unser Bison hat bald schon wieder Nachwuchs. Jetzt geht's auch echt geldtechnisch, ne? Ja, dieses erste Darlehen früher aufnehmen sollen. Naja. So, wir machen jetzt hier einfach nochmal ein Gehege hin. Für was, weiß ich noch nicht. Aber das sehen wir dann, weil wir brauchen ja einfach nur noch mehr... Oh. Krankes Tier entdeckt. Tierarzt gerufen. Nicht unsere schönen Grizzlies. Nee, nicht 11 Meter. Wir haben ein neues Bison. Gelände ist zu uneben. Ja, komm, hallo. Was macht der denn jetzt? Hier über. Los. Ja, dann nimm die erstmal wieder weg. Nimm die weg, habe ich gesagt. Er will das hier ja nicht machen. Oh nee, jetzt sind alle Grizzlybären krank. Oh oh. Bordetolose haben die alle. Schnell erforschen. Wie ging das nochmal? Forschung. Bordetolose bitte erforschen. Wir brauchen auch mal mehr Tierärzte übrigens. Nicht Tiermarkt, Zoo. Mitarbeiter, Tierarzt. Was ist denn jetzt schon wieder ausgefallen? Toilettenblock 1. Mein Gott, der fällt doch ständig aus. So. Barriere bearbeiten. Wir machen das jetzt einfach mal, egal was da reinkommt. Einmal 4 Meter hoch. Und auf beiden Seiten Zaun. Dann passt das schon. So, und dann wollen wir natürlich Glas haben. Hier ein bisschen. Ich meine, das wäre vielleicht sinnvoll, dass die sich jetzt hier nicht quasi im Weg stehen. Das heißt, ich sag mal, die beiden hier auch nochmal ein Glas. Und dann hier oben vielleicht nochmal ein Glas. Hier muss übrigens der Zaun dringend höher. Was ist das denn? Warum ist der Zaun hier so niedrig dann? Das muss dann doch irgendwie eine andere Einstellung sein, oder? Darf ich das hier einfach nicht höher machen, oder was? Ups. Oh, nein, nein, nein. Oha. Dass man hier alles machen kann. Aber eben nicht hoch. Das ist doch nicht hoch hier. Hä, warum macht ihr das denn jetzt immer nur einseitig hoch?
Ich verstehe das manchmal nicht. Sei es drum. Gucken wir einfach, dass wir da gleich... am besten... Hallo? Was hat er denn jetzt gemacht? Dass wir da jetzt gleich am besten einfach Tiere reinsetzen, wo das vielleicht nicht entscheidend ist mit dem Klettern. Weil irgendwie klappt das hier nicht gerade. So. Natürlich noch ein Eingang. So. Und dann... Spenden. Aber wir haben hier noch gar nichts eingestellt übrigens. Für den Monitor. So, bitte. Was ist hier jetzt eigentlich los? Stockfinster auf einmal. So, Jana. Und dann gucken wir mal, was gibt es denn noch so zu kaufen auf dem Tiermarkt. Am besten was, was nicht so Wasser braucht, weil da haben wir jetzt irgendwie gerade nicht so viel. Die brauchen bestimmt Wasser. Wobei, können wir auch machen. Jetzt sind ganz viele... Ah, jetzt sind sie ja da. Aber das Problem ist... Die klettern ja nun. Ein Männchen bis zu 29 Weibchen. Meine Güte. Ich möchte die trotzdem haben. Aufnehmen... Aufnehmen. Aufnehmen. Alle auswählen. Nee. So. Tiere. Wo sehe ich sie denn jetzt? Alle auswählen. Verschieben. Hier rein. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal gucken. Wir haben hier zwar einen Kletterschutz drin, aber warum ist diese blöde Barriere so nervig? Was macht das? Nichts. Höhenmarkierung relativ zu Gelände, relativ zum Meeresspiegel. Ja, das bringt aber ja auch nichts. Ich verstehe halt nicht, warum wir jetzt hier... Was das hier soll. Ja, jetzt lässt er zum Beispiel nur an der Seite sinken. Was ist das hier? Was ist das? Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Naja, wird ja wohl passen. Wir müssen das jetzt einfach dann so ein bisschen abstufen. Wäre halt schöner, wenn das anders wäre. Aber ich finde gerade die Option nicht. Die gibt es ja mit Sicherheit. So. Das mir ist mir noch ein bisschen zu niedrig, muss ich ganz klar sagen. Verstehe es nicht. Hey, sorry, aber was ist das hier? Warum ist das so komisch? So, Quarantänephasen abgeschlossen. Ernsthafte Verletzung entdeckt. Ja gut, dass wir in Quarantäne waren.
Ihr könnt aber schon mal hier rein. Der mit der ernsthaften Dingens natürlich nicht. Aber jetzt darf auch er oder sie. Oder war das, hatte ich den schon? Und das andere ist jetzt, keine Ahnung. So. Alter, sind die winzig. Vielleicht ein bisschen großes Gehege. So, die wollen auf jeden Fall was zu klettern. Das war ja auch zu erwarten. Aber wir gucken erstmal Gelände. Gras lang. Ist deutlich zu viel. Gras kurz ist zu wenig und Erde ist zu wenig. Meine Stärke auf jeden Fall intensivieren. So, mehr dürfen wir davon nicht haben. So. Umgebung. Du brauchst auf jeden Fall Pflanzen. Aus den Tropen Afrika. Aber wie diese Pflanzen genau aussehen werden, das werden wir erst beim nächsten Mal erfahren. Das war's nämlich für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Folge klicken und dann ist der Aspekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.